Welcome back to another German Food Review, and it's Dunkin' Donuts time. Dunkin' Donuts, and this time really donuts, two donuts, one and two. And I'm not so sure about the presentation, they just stuff it into the bag. And yeah, you have to be very careful while transporting the stuff. I mean, anyway, it looks quite cool, I think. So let's check it out. 3, 2, 1, here we go. Yeah, that's what you get. Okay, but this one looks quite cool, the bill. And a donut. It's destroyed, unfortunately. Yeah, that sucks. They should make tiny boxes or so to serve the donuts, not just a stupid bag. And that's Santa Claus. Yeah, I don't know if that's correct or not. Scratching my head right now, but it looks like snow, right? It looks like snow. Yeah, that looks like a regular donut. Okay, but this one here looks better. What is that? Okay, anyway, here is the present. I'm not sure about the filling yet. No information, no calories available. That sucks really hard. And price. Okay, no names on it. Weird. 3.20, so 1.60 per donut. Location is right here. Okay. Yeah, and information stuff that I don't want to know. Okay, let's, yeah, as you can see here, that's it. I don't like this presentation. They should make it like McDonald's with a box, right? Okay, anyway, let's do a thumbnail here and then it's eating time. I guess it will taste good. Yeah. Okay, that will be the thumbnail. And yeah, let's cut this in the middle. In the middle, oh man, it looks quite nice. This one here looks definitely better than Santa. And there was more stuff, two more or so, maybe next time. Yeah. And they asked how big this one is, and that should be a large, regular donut. I'm not so sure about that. Anyway, let's cut it in the middle. Come on, Mr. Donut. Or diagonally? Oh, I'm not sure. Diagonally, come on, diagonally. Here we go. What the heck is this? That looks weird, like sausage. Sniff test. Well, it smells quite nice, like donut. And I have to try this here. Okay. What is it? Marzipan. Awesome! Yeah. Tastes like marzipan. Okay, let's cut this one as well. In the middle. What's inside here? It looks a little like caramel, doesn't it? Let's try this stuff. It feels like caramel, here we go. And it's caramel. Caramel and dough and marzipan. Yeah, I like that stuff. So, right here. Sweet. Yeah, there's like donut and it's very, very, very sweet. No marzipan yet. Here we go. Now a little bit. No, now it gets stronger in the aftertaste. But this one is too sweet for the marzipan. Okay, let's try the caramel. Yeah, I don't know about the calories, but there's a lot of sugar or icing on it. And the caramel, the donut itself, I don't know. Here we go. Maybe 400. Tastes like caramel. Oh. Nice. Next bite. Yeah, tasty donuts, of course. Nice filling. But more information, please. Calories and the filling.
And the box. Oh, that tastes good. And this one here looks really good. The Santa one. Looks a little strange. Here we go. Yeah, unfortunately not a lot of marzipan in the flavor. Should be more. Also, and this stuff here is super sweet. One donut is actually enough. Or I'm too weak. No idea. But it's really sweet. This one is sweeter as this, I think. Anyway, thumbs up for the flavor, right? Napkins. 1 euro and 60 per donut. Okay. Thanks for watching. I'll continue in German. So, es gibt Donuts. Hier seht ihr sie schon. Ich habe sie zerschnippelt. Und zwar von Dunkin' Donuts. Discover Great Coffee. Okay, habe keinen Kaffee genommen. Hier werden sie drin geliefert. Und das finde ich überhaupt nicht gut. Das finde ich richtig schlecht. Denn die gehen meistens kaputt oder zerkrümeln oder was auch immer. Ja, die sollten so wie McDonald's machen, einfach so kleine Boxen herstellen und die in Boxen servieren und dann die Boxen in die Tüte packen oder so. Außerdem muss man sehr vorsichtig sein beim Transportieren. Das kann man irgendwo reinstecken, das muss man in der Hand behalten. Falls man das irgendwo reinsteckt, kann man sich sicher sein, dass die kaputt gehen werden. Okay, das sind aber spezielle Donuts. Das sind Weihnachtseditions-Donuts. Ja, und zwar einmal ein Geschenk, Present, und einmal Santa Claus. Ja, der sieht ein bisschen komisch aus. Ich weiß nicht, ob der kaputt ist. Was soll das denn sein? Ist das Schnotter? Wie auch immer. Alles wird damit zugedeckt. Wie auch immer. Hier seht ihr schon das Filling. Und das ist hier Karamell. Ja. Und dann ist da so ein weißes Icing oder Frosting, wie man das auch immer nennen möchte, drauf. Und ein runder Donut. Und der hier, der sieht ein bisschen größer aus. Ich habe extra gefragt, ist das ein normaler Donut? Ist das normale Größe? Ja, ja, ist ein normaler Donut, aber das sieht mir mehr aus, oder? Ist ein bisschen flacher, keine Ahnung. Auf jeden Fall kostet ein Donut bei Dunkin' Donuts 1,60 Euro und bei zusammen 3,20 Euro. Location und so weiter. Ja, kannst du Bescheid sagen, wenn du möchtest. Lest euch durch. So, dann werden wir mal essen. Ups, fangen wir mal mit dem hier an, denn der ist, glaube ich, nicht ganz so süß. Ja, das ist hier schön... Karamell. Das schmeckt lecker. Wusste ich vorher nicht. Ich glaube, da stand nichts dran oder ich habe nichts gesehen. Vielleicht bin ich zu blind. Aber ja, es gibt, glaube ich, noch zwei weitere. Aber ich weiß jetzt nicht, was das für Muster waren. Den hier finde ich am besten. Das Geschenk sieht irgendwie am besten aus. Oder am aufwendigsten. Mr. Santa hier. Ja, sag mal was dazu. Here we go. Aber schmeckt lecker. Schön nach Donut, Standard-Donut und dann wirklich Karamell und super süß. Ich glaube, die sind beide doch gleich süß. Werde ich gleich sehen. Here we go. Dann gibt es auch keine Kalorienangaben, was ich richtig schlecht finde. Das sollten auch einfach auf der Seite, auf der Website sein. Weil die hier sind, glaube ich, nicht mehr auf der Webseite. Ja, wie auch immer. Was ist das hier? Wisst ihr das? Sieht ein bisschen sehr komisch aus, wenn man sich das erste Mal anguckt. Aber es ist Marzipan. Hier, Miko. Ja, das schmeckt richtig lecker. Schön intensiv noch Marzipan. Leider ist davon nicht genug drin. Ja, stark genug ist es, aber es ist nicht genug drin. So, und das Ding hier ist ja einfach nur ein bisschen süß. Und im Nachgeschmack merkt man ein bisschen vom Marzipan. Right here. Habe ich nicht mal was spannend erwischt. Das schmeckt hier lecker. Ja, beides sehr gut. Wurde ich überrascht, aber beides mag ich. Marzipan und Karamell natürlich. Aber nee, das Ding hier ist doch süßer als der da. Here we go. Ein Donut ist genug, würde ich schätzen. Oder esst ihr mehr? Doch diese Boxen. Was sind da drin? 6 und 12 oder so.
Oder 6 und 10. Here we go. Mhm. Aber schmeckt lecker. Aber den hier, der sieht sogar ganz schick aus. Aber der Santa hier, der gefällt mir nicht. Aber der schmeckt auch gut. Und der schmeckt wirklich nach Karamell. Gibt ja locker ein Rating, schön süß, eigentlich zu süß, aber schmeckt lecker. Ja, locker einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Video.